Moin Leute, in einem Video habe ich euch ja meinen neuen Spindelrasenmäher schon mal bereits vorgestellt und diesen erklärt. Und heute werdet ihr live dabei sein, wie ich meinen Rasen damit das erste Mal mähe. Als erstes schalte ich den Mäher hier an. Dann drücke ich Menü, Akku ist geladen und ich gehe einmal bei und lasse mal zur Ansicht, upsala, abgerutscht, die Walze einmal laufen. Ich finde, man kann schon deutlich hören, wie scharf diese Messer sind. Klingt vielleicht jetzt erstmal blöd. Und sie werden noch schneller in dem Moment, wo ich den Rasenmäher in Bewegung setze. Apropos hören, ich finde, man hat gar nicht so viel gehört. Ich finde, er war sehr, sehr leise, wenn ich sonst an meinen Benziner denke. Ich bin auch mal gespannt auf die Ergebnisse und ob es mich dazu animiert, mir auch so ein Gerät zu kaufen. Ich bringe die Kamera einmal hier in Stellung und die ersten zwei Bahnen, die mache ich mit euch mal gemeinsam. Es ist wie gesagt mein erstes Mal und ich versuche auch hier gleich schon mal ein Muster einzubringen. Logisch, dass ich nach getaner Arbeit auch nochmal die gesamte Fläche zeige und auch werde ich drüben auf der anderen Seite mit euch gemeinsam mähen. Los geht's. Ich hoffe, ich mache alles richtig und ich blamiere mich nicht. Das Wenden hat mir noch ein paar Probleme gemacht, aber wie gesagt, ihr seid ja live beim ersten Mal dabei. Ich weiß nicht, ob man das so unbedingt hier auf diesem Bild erkennen kann, wie sauber der Halm geschnitten worden ist. Er wurde nicht gerissen, er wurde tatsächlich ganz glatt abgeschnitten. Fertig mit mir. Ich sag mal so, das perfekte Muster ist noch nicht entstanden, aber es war ja auch erstmal das erste Mal, wo ich über diesen Rasen hier rübergegangen bin. Gehen wir mal rüber zur anderen Seite. So, hab mir erstmal was zu trinken geholt und weiter geht's. Hier mache ich jetzt erstmal die Ränder. Die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich mich noch so ein bisschen auf die Geschwindigkeit einstellen muss. Und wenn ich die langen Bahnen mache, dann bleibe ich mal drauf und das spiele ich logischerweise in der doppelten Mopsgeschwindigkeit ab. Die Ränder habe ich gemacht und jetzt geht es an die Mitte. Ja, fertig. Es war das erste Mal. Gewöhnungsbedürftig war es schon. Beim ersten Mal sollte ich mir ja noch nicht so viele Hoffnung machen. Das mache ich nicht. Aber ich bleibe am Ball. Es kommen weitere Videos mit mir und dem Spindelrasenmäher. Jetzt gucken wir uns noch einmal den Rasen von etwas näher an. Die rechte Seite bin ich hochgelaufen und die linke. Und in der Mitte wollte ich dieses Muster machen. Okay, ein riesiger Unterschied ist noch nicht zu erkennen, aber warten wir mal ab, wie das aussieht, wenn ich einen Monat lang oder zwei Monate lang diesen Spindelmäher benutzt habe. Tschüss erstmal, euer New Wonder.